Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe jetzt schon einige Videos gemacht, wie man Sonderzeichen auf der Tastatur erstellen kann. Und da habe ich auch die Frage bekommen, wie man ein Add-Zeichen macht. Meistens braucht man das, wenn man eine E-Mail schreibt. Einige Leute wissen nicht, wie es geht, suchen auf der Tastatur, finden es vielleicht nicht. Wobei man es auch finden kann auf der Tastatur, das Zeichen. Nur wenn man da drauf drückt, ja, es ist die Q-Taste, schreibt man meistens ein Q. Von daher die Frage, wie erstelle ich das Add-Zeichen? Das möchte ich euch jetzt im nachfolgenden Video zeigen. Hier könnt ihr meine Tastatur sehen, zumindest einen Teil davon. Auf den Teil kommt es auch nur drauf an. Hier haben wir das Add-Zeichen unter dem Q. Allerdings, wenn ich jetzt auf die Taste Q drücke oder die Shift-Taste drücke, schreibe ich das Q klein oder groß. Welche Kombination brauche ich nun, um das Add-Zeichen zu machen? Das geht ganz einfach. Ihr drückt einfach die Steuerung und Alt-Taste, haltet ihr gedrückt und drückt dann auf das Q und dann wird das Add-Zeichen geschrieben. Einfacher geht es auch noch, wenn ihr diese Taste drückt, Alt-GR, gedrückt halten, wieder aufs Q drücken und auch dann wird ein Add-Zeichen geschrieben. Hier könnt ihr jetzt die Add-Zeichen sehen, die ich gerade geschrieben habe. Ich wiederhole das nochmal, Steuerung Alt und Q und dann haben wir das Add-Zeichen erstellt. Oder die Alt-WR-Taste Q, auch so erstellt ihr das Add-Zeichen. Ja, wie ihr gesehen habt, ganz einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.